Jo Leute, was geht ab? Euer Jen hier, willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute erneut mit Seko hier am Start, Freunde. Wir werden euch wieder zwei Teams für eure Weekend League mit Taktik und Spielanweisungen natürlich vorstellen. Und bevor wir mit den Teams starten, Freunde, also es werden zwei Bundesliga-Teams sein, sehr wichtig. Und ihr könnt nächstes Mal beim Video auch dabei sein, was ihr dafür machen müsst. Ich schreibe unten in die Kommentare, mit welchem Team ihr in der Bundesliga spielen würdet. Und ihr könnt natürlich nächstes Mal bei mir hier im Video sein. Und ich werde euch dann natürlich vorstellen, ja. Und so, Leute, hier das erste 30k-Team. So, ja, Seko, jetzt kannst du mal weitermachen, mein Lieber. Also, im Tor haben wir Fährmann, rechts Piszczek. In der Mitte haben wir Tah und Vogt von Hoffenheim. Und links Brosinski. Ja, du hast auch mit Brosinski letztes Jahr gespielt. Und dann in der Mitte haben wir Goretzka, Hector und Tolisso. Rechts Bellarabi. Und dann von RB Leipzig Timo Werner. Und links Entep. So, was ich hier zum Team sagen kann, Freunde, es ist ein sehr kompaktes Team. Also offensiv und defensiv sehr gute Spieler. Wir haben jetzt im Tor hier Fährmann. Er ist halt bekannt, er ist halt relativ groß. 1,96, 84 Gesamtrating. Also da kann man wirklich nichts Falsches machen. Also ich habe auch Fährmann bei den ersten Teams immer mitgespielt. Relativ geiler Torwart. Dann haben wir rechts hier Piszczek von Dortmund natürlich. Mit 79 Tempo, 81 Defense und 80 Physis. Direkt mal hier Enkerballern bei ihm, ja, Freunde? So sieht's aus. Sehr wichtig. Dann haben wir in der Mitte zwei relativ schnelle Innenverteidiger, die auch nicht so teuer sind. Tah und Vogt, Freunde, ja, von Hoffenheim. Hier rechts haben wir natürlich hier Tah von Leverkusen. Dann haben wir links Brosinski, Freunde, relativ schneller Spieler. Auch mit Enker würde ich den spielen. Also Vogt und Tah, die würde ich auch auf Enker spielen, beide. Dann haben wir hier Goretzka, Freunde, einer der beliebtesten Spieler dieses Jahr in FIFA 18, also für seine Preisklasse. Er ist sowohl offensiv als auch defensiv sehr gut, ein Allrounder auf jeden Fall. Dann haben wir... Ja, Goretzka hat ja dieses Jahr richtig gut angefangen, er hat auch schon Informkarte bekommen. Ja, er ist auch in echt halt sehr, sehr gut, muss man so sagen. Dann haben wir hier in der Mitte den Hector, Freunde. Ist auch ein sehr interessanter Spieler, eher der defensive Typ. Genau. Und er ist halt auch zu empfehlen auf jeden Fall. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Dann haben wir rechts ZM wieder einen Allrounder und das ist Tolisso. Tolisso ist sehr, sehr stark dieses Jahr. Und der hat ja auch in Form bekommen. Ich glaube, du hast ihn sogar in deinem Team auch mal gehabt. Genau. Die, in den ersten Teams. Dann haben wir rechts vorne hier Bellarabi, Freunde. Ja, vorne geht's ab natürlich mit Pace. Hier 92 Tempo, 77 Schuss, 68 Physis, 84 Dribbling. Ein überragender Spieler. Direkt mal Hawkballern, Freunde. Er braucht halt ein bisschen Physis. Dann haben wir hier dann natürlich meinen Lieblingsspieler Timo Werner, Freunde. 91 Tempo, 79 Schuss, 80 Dribbling, ein ebenfalls ein überragender Spieler, auch mit Hawk spielen auf jeden Fall. Dann haben wir links, Entep. Das ist Sekos Spieler. Einfach Pace nur, 89 Tempo. Einfach allein 3, gib ihn. Ja, so sieht's aus. Und Füße ist auch nicht schlecht, also 72 ist auch nicht schlecht. Ja, also dem würde ich auch auf jeden Fall mit Hawk spielen, Freunde, ja, sehr wichtig. Dann, ja, dann zeige ich euch mal hier die Taktiken dazu. Was sehr, sehr wichtig ist, individuelle Taktik und Spielanweisungen. Also, wir fangen mit den individuellen Taktiken an. Ich habe jetzt ein bisschen wieder rumgeschraubt und versuche natürlich immer das Beste für euch rauszusuchen. Geschwindigkeit haben wir 65, Passspiel 50, Positionsspiel geordnet. Dann haben wir hier beim Passspiel bei der Chancenbearbeitung 51, Flanken 75, damit die Spieler auch immer relativ weit nach vorne laufen. Ja, das ist auch sehr wichtig, auch wenn du nicht flankst, dass sie immer im 16er sich befinden. Schussverhalten 52, Positionsspiel freie Wahl. Dann haben wir Druck auf 51, Aggressivität auf 52, Verschieben auf 48 und Verteidigungslinie auf Abschirm. Und jetzt fragt euch natürlich, was sind die Spielanweisungen dafür? Das zeige ich euch auch natürlich. Also ich würde mit dem Team auch mit der Formation spielen. Was ich hier machen würde, das mache ich jetzt seit FIFA 18, also seit dem Neuen, bei den Verteidigern, also Innenverteidiger gebe ich gar nicht natürlich, die sollen immer hinten bleiben, aber bei den Außenverteidigern gebe ich immer ein stets überlaufen, Freunde. Ja, ist auch dieses Jahr ein wichtiger Faktor, finde ich, vor allem bei der Aufstellung, dass sie immer nach vorne laufen. Es ist halt konteranfällig, aber ihr dürft natürlich vorne nicht so schnell den Ball verlieren, dann seid ihr konteranfällig. Falls es bei euch nicht klappt, macht einfach ausgewogen. Und falls es gar nicht klappt, macht einfach hinten bleiben. Ja, das ist sehr wichtig. So, machen jetzt hier weiter. Seko, kennst du meine Anweisungen eigentlich? ZM, Flanken überlaufen. Ne, Flanken läuft. Flanken überlaufen. ZM hinten bleiben. ZM hinten bleiben. Mehr gebe ich da nicht. Hier bei den LZM und RechtsZM gebe ich immer hier für Flanken in den Strafraum, damit sie sich halt im Offensivspiel immer mit einbinden. Aber man muss auch sagen, du änderst immer wieder. Ja, ich ändere immer wieder. Kommt drauf an, was für eine Formation. Ja, das ist halt immer sehr wichtig, Freunde. Ja, welche Formation und welche Anweisung. Du kannst halt diese Anweisung nicht bei allen Formationen spielen.
Deswegen, ja, wir machen mal jetzt hier weiter. Rechts vorne, Bellarabi, geben wir hier, also, nee, das nicht. Zentral orientieren, genau, ja. Wir geben hier den drei Stürmern zentral orientieren und Timo Werner, also in der Mitte, den Spieler geben wir schon mal einen Abwehr überlaufen, genau. Und hier ebenfalls bei Entep zentral orientieren, ja. Das sind die Spielanweisungen und individuellen Taktiken hier zu dem ersten Team. Jetzt switchen wir mal auf jeden Fall zum zweiten Team rüber. So, Freunde, ich muss ja auch ein bisschen erzählen, was sagen. Also, im Tor haben wir hier Neuer, rechts in Form 86, Kimmich, in der Mitte Sokratis und Boateng und links Alaba, rechts wieder Goretzka in Form, Vidal und Tolisso in Form, dann ZOM, James und vorne Aubameyang und Lewandowski. Richtig krass, einfach zu krass die beiden. Einfach beide groß. Zu krass. So, was kann man zu dem Team natürlich sagen? Manuel Neuer, was soll ich da eigentlich sagen? Ne? 92 Gesamtbewertung mit Dreher, der beste Torhüter im Spiel eigentlich. So sieht's aus. 1,93 groß, er hat sogar 4 Sterne schwacher Fuß, besser als Salah, aber egal. Okay. Rechts haben wir dann Kimmich, Freunde. Ja, Seko hat mir den auch wirklich empfohlen. Ich habe den dieses Jahr noch nicht gespielt, aber Seko hat da ein bisschen Erfahrung von anderen Freunden natürlich ein bisschen bekommen. Genau. Was sagst du zu Kimmich? Also an sich seine Werte, ne? Alles was über 70, auch Passspiel, Dribbling, Defensive, Physis, alles einfach über 80. Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Und er ist ja sozusagen auch mit Piszczek, glaube ich, der beste Rechtsverteidiger, genau, in der Bundesliga. Momentan ist natürlich Kimmich mit seinen Informkarten auch halt im echten Leben, sage ich mal, spielt auch sehr, sehr stark. Ja, deshalb Dann verdient er es auch. Klar. Und das, ich habe noch was vergessen. Unser Team kostet ungefähr 1,5 Millionen. Genau, 1,5 Millionen in der 4-1-2-2 engen Raute. Jetzt, ja, wir machen weiter. Sokratis in der Innenverteidigung mit Boateng. Also Boateng habe ich letztes Jahr wirklich monatelang gespielt. Das weiß auch Seko. Sokratis ebenfalls, die haben halt sehr identische Werte, ja. Sokratis ist auch 1,86 groß. Boateng ist ein Tick, glaube ich, größer. Ja, 1,92. Aber beide halt zwei stabile Innenverteidiger. Tempos auch relativ gut. So, Freunde, links haben wir natürlich Alaba. Dieses Jahr spielt jeder natürlich entweder mit Alaba oder Alexandro. So sieht's oder aus. Oder Roberto Carlos ja. Natürlich. Den habe ich mir übrigens jetzt gekauft, Freunde. Er ist einfach eine Maschine und ich bin einfach aus Versehen rausgegangen. Jetzt gehen wir mal wieder rein. So, Freunde, wie gesagt, also links haben wir Alaba. Und der ist einfach krank. Also Jahr. In der Bundesliga, glaube ich, der beste Linksverteidiger auch. Für die Preisklasse ja, natürlich, klar. Muss man auch so sagen. Dann haben wir den Arturo Vidal im ZM. Einfache Maschine, ZDM, der Freunde. Typ. Überragender Spieler, also ich liebe seine Haare vor allem. 1,80 groß, 4 Sterne schwacher Fuß. Einfach, guck mal seine Werte an. Er ist einfach ein Beast, Freunde, Allrounder. Und den kann man wirklich den kannst nur nicht verzichten. Also du kannst den nicht verzichten. Ist so einfach. Und du musst den für die Preisklasse natürlich auch im Team haben. Und dann haben wir hier links wieder den Goretzka, auch im 30K-Team schon gewesen. Ein sehr overpowerter Spieler dieses Jahr mit rechts den Tolisso natürlich wieder, ja, Freunde? Ich will noch was sagen, Digga. Ja. Und zwar, guckt euch mal kurz die Werte an. Wir gehen mal nochmal durch. Tolissos Werte, alles über 70, fast alles 80. Kurz bei Vidal jetzt, kurz bei Vidal. Ja. Alles wieder über 70, also fast alles 80. Und nochmal bei Goretzka, alles über 80. Also alle drei Spieler, Freunde, ja, das sind ist alles einfach Allrounder. Das ist halt geil. Die sind alles Allrounder hier, deswegen relativ stabiles Mittelfeld. Und dann natürlich ergänzen wir mit James Rodriguez. So der ist ein bisschen so der gechilltere Spieler. Genau. Der soll immer nach vorne so sein, also nach vorne sich orientieren zu den Stürmern. Und James Rodriguez hat halt sehr gute Pass- und Schusswerte. Genau. Und einfach auch drei Pässe zu Aubameyang und Lewandowski, was wir da vorne haben natürlich, Freunde. Ja, natürlich Aubameyang fangen wir mal hier so an. Ey. Also in-game kannst du auch natürlich so machen, ja. Genau. Da, weil Aubameyang hat schwacher Fuß 3 Sterne und bei Lewandowski müsste das besser sein, schau ich mal. Genau. Ja, 4 Sterne, genau. Also in-game könnt ihr dann so umstellen. Vielleicht könnt ihr auch so schon anfangen. Also wir haben es jetzt nur so aufgebaut, ja, Freunde. Deswegen sehr wichtig. Also Aubameyang zu den kurz 96 Tempo, gib ihn, Dreieck, Freunde. 84 Schuss, überragender Spieler. Dribblingwerte auch relativ gut. Also ich würde ihn auch auf Hawk spielen, so damit aus. Er ein bisschen noch Physis hat. Lewandowski, eher ein bisschen der, nicht so der Schnellere natürlich, aber auf Anspielstation oder auf falsche 9 könnt ihr ihn überragend auch mit ins Spiel einsetzen. Und wollte ich auch sagen, falscher 9, sehr, sehr wichtig bei Lewandowski. Ja. Aber dazu kommen wir noch natürlich bei den Spieleranweisungen, ja, ist auch sehr wichtig. Aber natürlich auch bei den Kopfbällen sind die beiden hier unschlagbar. Unschlagbar. Vor allem der Bundesliga, Freunde, ja? Und ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einer wichtigen Faktor, und zwar zu Spielanweisungen und individuellen Taktiken. Ja, wir fangen mal jetzt mit den Spielanweisungen an. Den Verteidigern würde ich gar nichts geben, aber wenn es bei euch nicht klappt, natürlich macht einfach hinten bleiben. Also bei der Formation würde ich nicht überlaufen geben, weil
das passt irgendwie nicht, das habe ich auch mal getestet, deswegen würde ich das so lassen. Dem Vidal würde ich hier Passwege zustellen und hinten bleiben geben, den ZM hier beiden gar nichts. Und ja, jetzt aufgepasst, hier gehen wir vorne bleiben und alle Freiheiten bei James Rodriguez. Und jetzt wieder aufgepasst, Aubameyang, zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Hier Lewandowski, zentral orientieren und falsche 9. Das ist sehr wichtig, also wenn ihr dann mit dem Mittelfeldspieler mal den Ball habt, Freunde, ja, dann kommt er euch immer ein bisschen so entgegen, dann steht er voll oft frei. Und viele spielen ja eh immer auf Überlaufen, also die Leute denken immer Dreieck. So sieht's aus. Damit täuscht ihr auch euren Gegner natürlich, wenn ihr sozusagen falsche 9 gibt und dann habt ihr auch immer Anspielstationen, ist auch wichtig, weil dann könnt ihr euch wieder umdrehen und wieder Dreieck oder so spielen an Aubameyang. Deswegen finde ich das so relativ gut und wie gesagt hier bei ihm Abwehr überlaufen und auch zentral orientieren. Ja, jetzt zeige ich euch mal hier kurz individuelle Taktiken. So, wir haben die noch nicht gebaut natürlich, aber hier ist sie auch ein bisschen anders, denn wir haben auch eine andere Formation. Geschwindigkeit hier auf 75, weil Raute halt, wie gesagt, Freunde, es ist eine Aufstellung, wo man halt ein bisschen schnell nach vorne spielen muss, weil man halt keine Flügelspieler hat. Deswegen, ja, hier Passspiel auf 50, Positionsspiel geordnet, Passspiel hier auf 53, Flanken wieder auf 75, also ihr könnt trotzdem hier bei den, bei der Aufstellung könnt ihr flanken, ja, das ist sehr wichtig, Freunde, auch wenn ihr nicht flankt, wie gesagt, also die Spieler laufen dann eher ein bisschen nach vorne, ja, damit die halt immer so Anspielstationen haben. Flanken wäre auf jeden Fall auch ideal, weil du hast vorne Aubameyang und Lewandowski. Genau, wie gesagt, ja, die sind beide groß, genau. Lewandowski halt Anspielstation, falsche 9, sorry, und Aubameyang halt überlaufen. Deswegen beide, das passt wirklich sehr gut. Dann Schussverhalten hier auf 52, Positionsspiel, freie Wahl. Dann haben wir hier auf, bei Druck 47, Aggressivität auf 55 und Verschieben hier auf 48, Freunde. Genau. Das wären hier meine individuellen Taktiken zu der zweiten Formation hier, also zum zweiten Team natürlich. Ja, auf jeden Fall geil aus. Geile Teams, Freunde. Wir geben uns auch wirklich sehr Mühe, euch hier die Teams vorzustellen, ja? Und das war's auch zu dem Video, Freunde. Checkt auf jeden Fall bei Sekos Kanal hier auch ein Squad Builder. Das kommt auch zeitgleich auf seinem Kanal. Zwei Teams. Auf jeden Fall checkt es bei ihm auch ab. Ja, folgt uns auf den Social Media Kanälen. Are you listening? Freunde. Und bis zum nächsten Video. Ciao.